besonders, dass wir jetzt diese Vereinbarung schließen, wo die Zeiten ja nicht ganz so rosig aussehen in vielen Bereichen der Wirtschaft. Und insofern ist es ein tolles Zeichen von den Stadtwerken, uns auch weiterhin zu unterstützen, auch gar nicht die Frage aufkommen zu lassen, Luft dran zu lassen an diese Partnerschaft, die wir tatsächlich leben, besonders im Jugendbereich leben. Die Partnerschaft zwischen den Stadtwerken und dem OHC eine langjährige Partnerschaft ist, eine Partnerschaft auf Augenhöhe ist. Wir profitieren voneinander, nämlich wir tun Gutes für Oranienburg, wir tun Gutes für die Familien, für die Jugend, aber gleichzeitig steigern wir auch natürlich die Reputation, das Image der Stadt und der Sportszene in Oranienburg bundesweit, überregional. Darauf können wir, glaube ich, alle stolz sein und deswegen ist es uns eine besondere Freude, hatten wir im Vorfeld miteinander in den letzten Monaten besprochen, dass wir gerade in schweren Zeiten, in den Zeiten der Pandemie, auch diese Partnerschaft treu und loyal weiterführen. Auch wenn es für uns Herausforderungen gibt, die wir meistern mussten, ist es dennoch keine Frage gewesen, zu keinem Zeitpunkt, dass wir zum OHC stehen und weiterhin als Partner mit dem OHC uns weiterentwickeln wollen. Und insofern freuen wir uns natürlich total, dass wir auch künftig gemeinsam Handballspiele gucken werden, gemeinsam die Stadtwerke unterstützen werden, die Stadtwerke sicherlich empfehlen werden als guter Partner für diverse Dinge, Energiefragen, andere Fragen für die Kunden Oranienburgs und der Region. Und das macht uns tatsächlich sehr, sehr stolz. Ich denke auch, dieses eine Jahr ist nicht von Kurzfristigkeit geprägt, sondern gerade weil wir schon seit vielen Jahren immer wieder um ein Jahr verlängern, zeigt das auch, dass wir wirklich gemeinsam Jahr für Jahr schauen, was wir anders, besser machen können, wo wir die Schwerpunkte setzen. Und unsererseits besteht der feste Wille, natürlich dauerhaft und langfristig mit dem OHC zusammenzuarbeiten. Und ich drücke natürlich dem OHC auch sportlich, insbesondere wenn es wieder losgeht, die Daumen, dass man die eigengesteckten Ziele, die auch mitunter ehrgeizig und ambitioniert sind, erreicht, dass man die Erwartungen erfüllt und dass auch alle gesund bleiben, dass es gut starten kann und losgehen kann. Deswegen freue ich mich, dass wir heute zur Unterschrift einer neuen Sponsoring-Vereinbarung zusammenkommen, um die Arbeit, die Partnerschaft insbesondere für die nächsten 12 Monate, für die nächste Saison fortzusetzen und da natürlich auch noch ein weiteres Jahr Gutes für Oranienburg und für die Jugend und für das Image zu leisten. Insofern können wir gerne, wenn Sie mögen, ja, sehr gerne, zur Tat schreiten. Absolut. Und werden also diese Partnerschaft gemeinsam signieren. Ja. Sie mögen, ja, sehr gerne, zur Tat schreiten. Absolut. Und werden also diese Partnerschaft gemeinsam signieren. Ja.
Und insofern wollen wir jetzt hiermit besiegeln. Das wollen wir sehr gerne tun. Sehr schön. Wir machen es in doppelter Ausfertigung, wie gewohnt. Thomas, auch bitte einmal ganz kurz gucken, genau. Aber sehr gerne. Oder ich lächle auch unter der Maske. Ja, wunderbar. Schmunzeln reicht. Danke.